Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Als das atomare Feuer die Erde verschlang, überlebten nur jene, die sich in große unterirdische Vaults gerettet hatten. Als diese sich wieder öffneten, zogen die Bewohner in die Ruinen der alten Welt, um neue Gesellschaften zu bauen, Dörfer zu gründen und Stämme zu bilden. Im Laufe der Jahrzehnte vereinte sich das, was einst der amerikanische Südwesten war. Unter der Flagge der Republik Neukalifornien, die sich der Werte Demokratie und Gesetzestreue aus der alten Welt verpflichtete. Mit der Republik wuchsen auch ihre Bedürfnisse. Späher zogen ostwärts, um in der gnadenlosen Weite der Mojave-Wüste nach Land und Reichtum zu suchen. Bei ihrer Rückkehr berichteten sie von einer Stadt, die vom Brand der Sprengköpfe unberührt geblieben war, und von einer großen Mauer am Colorado. Die RNK mobilisierte ihre Armee und schickte sie nach Osten, um den Hoover-Staudamm zu besetzen und wieder funktionsfähig zu machen. Aber auf der anderen Seite des Colorado war eine andere Gesellschaft unter einem anderen Feldzeichen aufgestiegen. Caesar's Legion. Eine riesige Armee aus Sklaven, die durch Eroberung von 86 Stämmen entstanden war. Seit 4 Jahren hält die Republik den Damm, gerade so gegen die Anstürme der Legion. Und die Legion zieht sich nicht zurück. Auf der anderen Seite des Flusses sammelt sie Kraft. Lagerfeuer brennen, Kampftrommeln werden geschlagen. Während all der Zeit blieb der Strip von New Vegas für Geschäfte geöffnet, kontrolliert von seinem geheimnisvollen Aufseher Mr. House und seiner Armee aus rehabilitierten Stammesangehörigen und Polizeirobotern. Sie sind ein Kurier, der im Auftrag des Mojave Express ein Paket zum Strip von New Vegas liefern soll. Doch die einfache Zustellung nahm eine unerwartete Wendung. Du hast, was du wolltest, also her mit der Kohle. Jetzt heul hier nicht rum, Kumpel. Ratet mal, wer hier drüben aufwacht. Es ist Zahltag. Mann, hast du's bald? Vielleicht nieten die Kahne ja Leute um, ohne ihnen ins Gesicht zu sehen. Aber ich bin kein so ein linker Hund. Klar? Das war deine letzte Lieferung. Tut mir leid, dass du da reingezogen worden bist. Für dich sieht das sicher wie eine ausgewachsene Pechsträhne aus. In Wahrheit war es von Anfang an ein abgekartetes Spiel. Sie sind wach. Na, sowas. Hey, immer mit der Ruhe. Sie waren für einige Tage außer Gefecht. Warum entspannen Sie nicht erstmal? Orientieren Sie sich. Mal sehen, wie groß der Schaden ist. Was ist mit Ihrem Namen? Können Sie mir Ihren Namen sagen? Nicht unbedingt das, was ich für Sie ausgewählt hätte, aber wenn das Ihr Name ist, dann ist das Ihr Name. Ich bin Doc Mitchell. Willkommen in Good Springs. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, aber ich musste ein wenig in Ihrem Schädel wühlen, um das ganze Blei rauszuholen. Ich bin ganz stolz auf meinen Umgang mit der Nadel, aber Sie sollten mir lieber sagen, wenn etwas nicht an der richtigen Stelle ist. Wie habe ich es gemacht?
Die meisten Dinge stimmen ja. Die wichtigsten Dinge. Gut. Es bringt nichts mehr, sie im Bett zu lassen. Mal sehen, ob sie aufstehen kann. Gut. Warum gehen Sie nicht ans andere Ende des Zimmers? Zum Vitalitätstester da drüben. Immer schön langsam. Das ist kein Rennen. Sieht ganz gut aus. Gehen Sie rüber und probieren Sie den Vitalitätstester aus. So merken wir schnell, ob Sie wieder alle Fähigkeiten beisammen haben. Ja, das ist ein recht normales Ergebnis. Aber nach dem, was Sie durchgemacht haben, sind das gute Neuigkeiten. Nun, wir wissen, dass Ihre Lebenszeichen gut sind. Trotzdem könnten die Kugeln aus Ihrem Gehirn einen Haufen Großhorn-Dung gemacht haben.
Wie wäre es, wenn Sie sich auf die Couch setzen und ein paar Fragen mit mir durchgehen, um zu sehen, ob Ihre Hunde noch richtig bellen? In Ordnung. Ich werde ein Wort sagen. Sie antworten mit der ersten Sache, die Ihnen dazu einfällt. Hund. Haus. Nacht. Bandit. Licht. Mutter. Gut, jetzt habe ich ein paar Aussagen. Bitte sagen Sie mir, wie sehr das nach etwas klingt, das Sie sagen würden. Die erste. Konflikte entsprechen einfach nicht meinem Wesen. Ich verlasse mich nicht gern auf die Unterstützung anderer. Ich möchte immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Ich freunde mich nur langsam mit neuen Ideen an. Ich gehe meine Probleme immer frontal und direkt an. Wir haben es fast geschafft. Was sagen Sie, wenn Sie sich das hier anschauen? Sagen Sie, was Sie sehen. Gut. Was ist damit? Und das Letzte. Mehr hat sie nichts geschrieben. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Also werfen Sie besser selbst einen Blick auf die Ergebnisse. Schauen Sie, ob alles richtig aussieht. Bevor ich Sie gehen lasse, brauche ich noch eine Sache von Ihnen. Füllen Sie dieses Formular aus, damit ich ein Gefühl für Ihre Krankengeschichte bekomme. Nur eine Formalität. Ich glaube ja nicht, dass Kopfschüsse in Ihrer Familie eine Erbkrankheit sind. In Ordnung, das sollte reichen.
Kommen Sie mit. Ich bringe Sie nach draußen. Hier, das gehört Ihnen. Das war alles, was Sie bei Ihrer Einlieferung dabei hatten. Habe mir erlaubt, einen Blick auf die Notiz zu werfen. Hätte ja Hinweise auf Angehörige geben können. Da stand aber nur was von einem Platin-Chip. Wenn Sie wieder nach draußen gehen, sollten Sie das hier haben. Man nennt es einen Pip-Boy. Ich wuchs in einer dieser Walls auf, die Sie vor dem Krieg bauten. Wir bekamen alle so einen. Mir nutzt er jetzt nicht mehr viel. Aber nach allem, was Sie durchgemacht haben, möchten Sie ihn vielleicht. Ich kenne das Gefühl von Verlusten. Und ziehen Sie das hier an, damit die Leute Sie nicht wegen mangelnder Sittsamkeit aufs Korn nehmen. War sowieso nie ganz mein Stil. Keine Ursache. Dafür bin ich ja hier. Bevor Sie die Stadt verlassen, sollten Sie mit Sunny Smiles reden. Sie kann Ihnen beibringen, wie man die Wüste meistert. Sie ist sicher im Saloon. Einige andere Leute im Saloon können Ihnen vielleicht auch helfen. Und der Metallbursche Victor, der Sie aus dem Grab gezogen hat. Sollten Sie da draußen verletzt werden, dann kommen Sie einfach zurück. Ich werde Sie wieder in Form bringen. Aber versuchen Sie nicht, noch einmal getötet zu werden.